Verdammt, es gibt doch mehr als 10 geile Animationsfilme! Hallo zusammen bei die Filmfabrik. 10 Filme, die man gesehen haben muss. Animationsfilme, Teil 1. Es gibt also noch einen weiteren Teil. Ich kann nämlich gar nicht alle Filme reinpacken. Und auch die normalen Zeichentrickfilme und Animes bekommen auf jeden Fall noch eine extra Folge. Es gibt einfach zu viel und ich habe hier einfach nur 10 Filme, die ich reinpacke. Da möchte ich mich mal selber mehr ins Gesicht schlagen dafür, dass ich das Format 10 Filme, die man gesehen haben muss, genannt habe. Aber die ersten 10 Filme, also Animationsfilme, die man gesehen haben muss, die kommen jetzt. Wir starten mit Platz 10 und einige Filme, die auf jeden Fall in Teil 2 oder 3 kommen werden, möchte ich einfach nicht in die erste Folge auf Platz 10, 9 oder 8 ballern. Und deswegen starten wir jetzt erstmal mit Ab durch die Hecke. Ist ein cooler Film, jetzt kein absolutes Übermeisterwerk, aber er ist einfach richtig süß. Und er hat gerade durch das Eichhörnchen einfach so wirklich so diesen... gerade wenn er da steht, aber ich mag doch den Keks, ist es einfach so... ich möchte nicht in den Arm nehmen, ist das süß. Und dann gibt es halt gerade den ein oder anderen richtig coolen Moment, gerade am Ende. Und da sind wir auch wieder bei dem Eichhörnchen. Überragend, macht richtig viel Spaß und ist so ein typischer Film, der echt kurz und knackig ist, aber einfach super funktioniert. Und den sollte man dann auf jeden Fall auch gesehen haben und deswegen auf der 10. Auf Platz 9 habe ich Ice Age und ich betone extra nur den ersten Teil, denn die anderen fand ich nicht mehr ganz so stark. Und das gehört ja zu der erfolgreichsten und kommerziell erfolgreichsten Animationsreihe in Deutschland, denn jeder Film hat über 6 Millionen Besucher tatsächlich in die Kinos gelockt. Und gerade der erste Teil kam zu einer Zeit, in der auf einmal öfters Animationsfilme ins Kino kamen. Nur selten wurde bei einem Trailer so viel gelacht wie bei Ice Age. Ich weiß noch, dass damals der erste Teil von Herr der Ringe in den Kinos lief und plötzlich eben Eichhörnchen Scrat nach der Eichel suchte und plötzlich alles zerstörte, was es zu zerstören gab. Und da erinnere ich mich eben gerne dran. Und das war eben ein Film, der gezeigt hat, dass man so einen Sidekick auf jeden Fall braucht, und um den Film so voranzutreiben und eben auch Lacher zu bringen. Und gleichzeitig man aber auch eine etwas andere Geschichte erzählen kann, hier über Freundschaft. Also zwar auch lustig alles in sich, aber auch ein bisschen ernster gemeint. Und da hat man eben gemerkt, dass danach sich da viele dran orientiert haben, so ganz viele verrückte Figuren einzuführen, die zur Geschichte noch nicht mal was beitragen, aber einfach die Lachmuskeln strapazieren. Und das hat bei Ice Age fantastisch geklappt. Und deswegen finde ich, ist Platz 9 mindestens gerechtfertigt, weil diesen Film sollte man auf jeden Fall auch gesehen haben. Auf Platz 8 habe ich einen Animationsfilm, der extra ein bisschen für die Erwachseneren geschrieben worden ist. Rango von Gore Verbinski, der extra gesagt hat, ich will mal einen Western machen, aber das, wie ich es mir vorstelle, funktioniert real nicht. Ich brauche so eine Echse, die das Ganze mitmacht. Und es ist eben wirklich ein waschechter Western geworden, der aber eben animiert ist. Und der ist richtig cool. Es gibt einige extrem tolle Aufnahmen, wo man echt das Gefühl hat, so wow, das ist so typisch Film, das hat ja mit Animation gar nicht mehr was zu tun. Also auch wie jetzt so die Kamerafahrten eingefädelt werden und auch wie die Story sich entwickelt. Also richtig cool und ein Film, der ein bisschen untergegangen ist, auch in Deutschland, den man aber auf jeden Fall gesehen haben muss. Auf Platz 7 habe ich die Abenteuer von Tim und Struppi. Das ist einmal eben eine sehr bekannte Comicvorlage, die übernommen worden ist. Es wurde aber nicht einfach ein normaler Animationsfilm draus gemacht, sondern dieses Motion Capturing. Also wirkliche Schauspieler haben das erst gespielt und dann wurde es digitalisiert, damit man eben die Emotionen noch stärker hinbekommt. Und ich finde, der Film hat es auf jeden Fall geschafft, die Vorlage wirklich so sehr, sehr respektvoll zu behandeln, gleichzeitig sie aber auch so ein bisschen ins Kinoformat umzuschreiben und insgesamt einfach eine coole, spannende Geschichte zu machen. Und das ist für mich eben einer dieser Motion Capturing Animationsfilme, die wirklich funktioniert haben, weil auch die Emotionen einfach besser rüberkommen. Denn bei einigen anderen funktioniert es aus meiner Sicht eben nicht immer so gut. Hier richtig gut und sollte man eben unbedingt mal gesehen haben. Auf Platz 6 habe ich einen extrem beliebten Film, der letztes Jahr erst rausgekommen ist. Und es ist auf jeden Fall auch ein Film, den man weiter oben ansiedeln könnte. Aber es gibt einfach so viele tolle, die auch gleich noch kommen. Die Eiskönigin habe ich auf Platz 6. Vielleicht in 10 Jahren sage ich, der muss irgendwie höher, weil ich den dann 100 Mal gesehen habe und der bei Weihnachten nicht mehr wegzudenken ist. Aber ein richtig toller Film und da hat Disney einfach gezeigt, sie können eben nicht nur so einen gefühlvollen Film machen mit tollen Charakteren als Zeichentrick, wie es in den 80er und 90er Jahren der Fall war, sondern sie schaffen es auch eben, einen richtig schönen, klassischen Musical-Animationshit zu schreiben. Und die Eiskönigin war einfach der Hammer und Let It Go war ein überragender Song. Und wenn man sich mal so die Verkaufszahlen von Alben dieses Jahr anschaut, ist der Soundtrack von der Eiskönigin wirklich mit weitem Abstand auf Platz 1. Also niemand anders hat mehr verkauft. Kein Coldplay, keine Lady Gaga, keine Katy Perry. Der Soundtrack von Die Eiskönigin ist die absolute Nummer 1 und bei mir ist der Film immerhin noch auf Platz 6 bei Filmen, die man gesehen haben muss. Auf Platz 5 regieren die Minions, ich einfach unverbesserlich Teil 1 und Teil 2. Ich fand nämlich beide richtig witzig und richtig gut
Und die Geschichte ist super kreativ. Sie ist sogar ein bisschen böse. Wenn man den ersten Teil sieht, denkt man sich eigentlich, Moment mal, das ist doch hier so ein Kinderfilm. Das kann er doch jetzt nicht mit den Kindern wirklich machen. Mensch, Gru. Aber genau das macht den Film eben auf, dass er auf der einen Seite wirklich bitterböse ist und einen Bösewicht sympathisch darstellen lässt und zum Helden macht. Finde ich einfach eine saugeile Sache. Und die kleinen gelben Minions sind einfach so überragend witzig mit ihrer eigenen Sprache und den verrückten Sidekicks. Das funktioniert einfach und ist für mich gerade aus den letzten Jahren einer des absoluten Highlights. Die muss man einfach schauen. Und die Minions muss man auch einfach lieb haben. Und ich bin gespannt, was aus dem eigenen Minions-Film wird, der ja auch bald in die Kinos kommt. Ich bin gespannt. Erstmal ich einfach unverbesserlich Teil 1 und Teil 2 anschauen. Damit seid ihr auf jeden Fall erstmal auf der richtigen Spur. Auf Platz 4 geht es jetzt fast mit Majestätsbeleidigung weiter. Das sind für mich jetzt alle Filme, die jetzt kommen, potenzielle Platz 1-Filme. Aber dann kann ich eben nicht so ein Video machen wie jetzt die Toy Story-Filme. 1 bis 3 und gerade auch der dritte Teil hat mich wirklich, kleiner Moment der Confession, ja, kurzes Geständnis, zu Tränen gerührt hat. Also ich habe wirklich bei dem Film ein paar Tränen verdrückt. Denn gerade am Ende, wenn diese Freundschaft so raufbeschworen wird und sie dann da sitzen und ach, das ist so ein Abschied von der Kindheit. Und ich weiß noch, dass ich da im Kino gesessen habe und war halt auch schon über 20. Aber man hat sich dann selber so ein bisschen verabschiedet. Ich bin mit den Toy Story Filmen groß geworden, immer eben so ein bisschen älter. Und der Film ist einfach ein toller Abschluss und ich finde, da ist einfach unglaublich viel Herz drin. Und ein Film, den man gesehen haben muss, beziehungsweise eben eine Trilogie von Animationsfilmen Toy Story. Und Leute, die müsst ihr einfach gesehen haben. Und selbst wenn ihr euch nur für die Filmtechnik wirklich interessiert, denn Toy Story selbst war ja der erste CGI-animierte Animationsfilm, der komplett CGI-animiert war. Und daran sieht man halt, wenn man Teil 1 und Teil 3 guckt, wie krass die Entwicklung in nur knapp 15 Jahren war. Und auch das ist ein Grund, warum man Toy Story unbedingt gesehen haben muss. Es geht weiter auf Platz 3 mit einer potenziellen Nummer 1, weil der Film einfach sensationell gut ist. Ratatouille. Ich weiß noch, wie ich diesen Film das erste Mal gesehen habe und nicht glauben konnte, was ich da für ein kleines Meisterwerk gesehen habe. Kennt ihr das, wenn ihr einen Film schaut oder den im Kino seht und ihr wisst, okay, der Film ist so gut, der begleitet mich auf jeden Fall noch eine lange, lange, lange Zeit. Und genauso ist das bei Ratatouille gewesen. Die Ratte, die kochen lernt, ist einfach eine total schöne Geschichte, die dieses vom Tellerwäscher zum Millionär Hollywood und allgemein Amerika-Prinzip halt auf wunderschöne Art und Weise in Kinder- bzw. Animationsfilm bringt. Das ist ja kein Kinderfilm. Ne? Das wisst ihr meine Meinung auch. CGI-animierte Filme, nur weil es eine Maus ist, heißt es nicht, dass es nur was für Kinder ist. Denn er macht saumäßig viel Spaß. Total tolle Figurenzeichnung, also dass die Charaktere einfach fantastisch geschrieben worden sind. Er ist brillant animiert. Man sieht Paris einfach auf mal eine ganz andere Art und Weise. Tolle Ideen und ein tolles Ende. Also so richtig, ach, da wird mir einfach warm ums Herz. Und ich glaube, ich stehe jetzt auf und gucke den Film gleich direkt auch nochmal zu Hause. Er ist unfassbar toll. Und wer diesen Film nicht toll findet, der wird ab sofort nicht mehr mein Freund sein. So ungefähr, so war auch mein Gefühl, als ich den Film gesehen habe. Ihr merkt, ich liebe diesen Film und trotzdem nur auf Platz 3. Was kommt denn da noch, wenn es Ratatouille sogar nur auf die 3 schafft? Auf Platz 2 habe ich ein absolutes Meisterwerk und das hatte ich auch schon mal in den Couch Classics und das ist WALL-E. Für mich ein Wahnsinnsfilm, für mich so quasi auch der Zenit von der Kreativität von Pixar, weil man fiebert mit so einer kleinen Blechkiste mit. Ich meine, das ist einfach nur so ein Roboter und bereits nach 5 Minuten ist man der beste Freund und möchte mit dem irgendwie auch abhängen, genauso wie mit der kleinen Kakerlake, die da immer so rumrennt. Man schließt die einfach sofort ins Herz und das muss man als Filmemacher überhaupt erstmal schaffen, eine Figur gar nicht lange einzuführen, sondern bereits nach 5 Minuten möchte man die einfach wirklich umarmen. Das ist richtig toll, genauso auch das Sounddesign, denn das trägt den Film ja gerade die erste halbe Stunde, da wird ja kein Wort gesprochen. Das ist also total kreativ und auch noch eine coole Botschaft im Film drin. Und ich finde, das ist einfach ein Film, den man gesehen haben muss und es bricht mir fast das Herz, dass er nicht auf der 1 ist. Aber auf der 1 ist eben ein Film, den ich glaube ich auch noch 40 Mal mehr gesehen habe, den ich mitsprechen kann. Und da kommen wir jetzt zu, aber auf der 2 ist eben WALL-E. Auf Platz 1 in dieser Folge Filme, die man gesehen haben muss, Animationsfilme. Ich möchte nochmals betonen, dass da noch andere Folgen kommen. Schreibt also bitte nicht in die Kommentare rein, es fehlt noch der Film, es fehlt noch, ich weiß, die kommen mit Sicherheit noch. Aber auf Platz 1 habe ich Findet Nemo, yay! Und der Film ist so überragend witzig. Ich kann ihn mitsprechen. Ich kann ihn mitsprechen auf Deutsch, ich kann ihn mitsprechen auf Englisch und ich würde alleine für diesen Film noch eine andere Sprache lernen, um ihn in dieser Sprache auch mitsprechen zu können. Anke Engelke beweist da als Dori einfach, dass sie die
beste Animationssprechstimme überhaupt ist. Es ist unglaublich lustig. Er ist sogar im Deutschen eigentlich genauso gut synchronisiert wie im englischen Original, auch wenn da natürlich die ein oder andere Wortwahl einfach besser im Englischen funktioniert, weil er dafür geschrieben worden ist. Die Geschichte ist wahnsinnig gut, auch die geht ans Herz, aber gerade so die Kombination aus Clownfisch und dann Dory, die überall ausrastet, walisch spricht und einfach unfassbar viele coole Momente hat. Und es ist ein Film, aus diesem Film habe ich eigentlich die meisten Zitate, die man immer irgendwo so einbetten kann, die nie Sinn ergeben. Weil, ich meine, wenn ihr irgendwo steht bei einer Party und sagt einfach schwimmen, 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 das macht halt gar keinen Sinn. Doch wenn du schwimmst, Hammerfilm, muss man gesehen haben und ist für mich einer der geilsten Animationsfilme, nicht einer der geilsten Filme der aller Ewigkeit, muss man gesehen haben, ich höre ja schon auf, aber Platz 1 für mich, Findet Nemo, und ich freue mich übermäßig auf Findet Dory. Und wer jetzt mit mir gefeiert hat und mit mir voller Emotionen ist, der klickt doch bitte hier unten noch auf 10 Filme, die man gesehen haben muss, Actionfilme. Hier rasten auch gerade alle raus, weil ich mich so freue, wenn ihr jetzt sehen könntet, wer hinter der Kamera sitzt und sich freut. Ihr würdet es feiern, genauso wie ich und wie ich auch Findet Nemo feiere. Checkt einfach das andere Video aus und wir sehen uns bald wieder bei einer neuen Filmkritik hier bei die Filmfabrik mit mir, dem Dominik. Findet Nemo!